Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Yu-Gi-Oh!-Fans da draußen, oder guten Abend, denn vor wenigen Minuten hat der Konami-Stream stattgefunden und es wurde Light and Darkness Dragon Support angekündigt. Auch einige andere Karten, aber da soll es tatsächlich in diesem Video nicht drum gehen. Wir wollen uns heute den Light and Darkness Dragon Support angucken, hüpfen in die Karten rein, ich kläre euch auf, wie die Karten funktionieren, wie die Mechanik funktioniert, was ihr spielen müsst, um das Deckthema gut und konstant eben halt auf ihre Bossmonster zu bringen und vor allen Dingen mit welchen Deckthemen das auf jeden Fall am besten kombinierbar ist. Und da kommen wir zur allerersten Karte, und zwar ist das die Karte, die auch am overhypedesten ist, denke ich. Denn wir haben Negates von der Banlist verloren und wir haben einen neuen Negate bekommen. Nämlich den Light and Darkness Dragon Lord. Und der ist ein Stufe 10 Monster, hat das Attribut Licht und auf dem Feld ist er zusätzlich ein Finsternis Monster, wenn er auf dem Feld ist. Und hat die Werte 3400 und 3000. Gott sei Dank ist Gozenmatch weg, das heißt, da hat es ein bisschen Komplikation gegeben. Und er hat den Effekt... Once per chain, when a spell, trap or a monster effect is activated, quick effect, this card lose exactly, 1000 ATK und death und dann wird der Effekt negiert. Das heißt, wir haben hier ein Monster, das hat 3400 ATK und 3000 death, das heißt, wir können hier dreimal negieren. Die Karte ist hier once per chain, also wie eine Appaloosa nur für alles, also geisteskranke Karte, extrem geisteskrank. Und der dritte Effekt ist, wenn die Karte zerstört wird durch den Gegner, dann dürfen wir ein Dragon Monster in unseren Grave special. Wir ziehen das hier an der Stelle auch an. Wichtig, die Fusion-Materialien sind hier ein Lichtdrache und ein Finsternisdrache. Und das allererste, was uns da natürlich in den Sinn kommt, wie kriegen wir das konstant raus, wie polieren wir den weg? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir bei den anderen Karten sind. Aber erstmal wichtig, habt Bistils schon mal vorgemerkt, wenn ihr an diesem Deckthema Interesse habt. Bistils ist auf jeden Fall der Way to go. Wir kommen nämlich jetzt zu den anderen Karten, dann seht ihr, wie ihr den Light and Darkness Dragon easy rausbekommt. Und zwar haben wir hier ein Light and Sublimation Dragon und der ist hier der Lichtdrache der Stufe 8 und hat die Werte 2600 und 2100. Also wir haben hier schon mal das erste Material für unser Bossmonster, was dreimal negieren kann. Und sagt er aus, er kann sich einfach specialen, indem wir ein Level 8 Dragon Monster vom Extra Deck banishen. Und wichtig, das ist hier Kosten. Und dann dürfen wir den hier einfach aufs Feld zaubern. Ich sehe hier 0 Doppelpunkt, das heißt, die Summon passiert einfach, also wie die kleinen Chaos Dragons. Und der hat hier den eingebauten Effekt, dass wir einmal wie eine Cartesia eine Fusion Summon machen können. Das heißt, during your main phase dürfen wir eine Fusion Summon machen und verwenden dafür Monster von unserer Hand oder Feld. Wichtig, er hat hier keinen Quick Effekt, ne? Also wir müssen das schon in unserer Runde machen. Das heißt, er kann sich einfach for free specialen, indem wir einfach einen Level 8 Dragon vom Extra Deck banishen. Das heißt, da gibt es ja Möglichkeiten, Synchros, Link natürlich nicht, Synchros, Fusion Dragons, etc. Aber wichtig, die Karten werden hier gebanished. Das heißt, aktuell gibt es keine einzige Karte, die hier triggert. Aber das ist auch erstmal gar nicht so wichtig. Der dritte Effekt ist noch, wenn der Gegner einen Angriff deklariert, dann können wir diese Karte 500 ATK und Death verlieren lassen und dann verliert das Monster 1500 ATK. Das heißt, er kann hier nochmal so ein bisschen blocken. Wichtig ist nur, er ist eine Free Special Summon, die sich nicht ansagt. Er lockt einen auf Dragon. Aber, jetzt fassen wir mal zusammen, wir haben einen richtig heftigen Hit für Dragonlink bekommen, aber die haben einfach hier einen Stufe 8er bekommen, der sich einfach for free specialt, ohne dass du irgendwie Setup brauchst. Ihr könnt vom Extra-Deck einfach einen Drachen wegbanischen, der landet eh nachher wieder drin, da kommen wir nämlich später nochmal zu. Und ihr habt hier einfach eine Free Special Summon. Der kann ja, der sagt ja nicht, dass ihr mit denen unbedingt nur Fusion-Material machen, also Fusion-Summon machen könnt. Ihr könnt ihn auch einfach weglinken für Heretic Exil, eines der stärksten Link-Monster, die wir aktuell im Game haben. Oder einfach irgendeine Rang 8 auf dem Dragon-Monster machen. Nummer 38, der ist ein Spell-Negate. Der ist auch quasi ein Negate hier, dass das Deck stellen kann. Aber wir haben ja vor wenigen Tagen hier diesen Galaxy-Teil, kann ich den Namen nicht aussprechen, blende ich ein, Support bekommen. Und da ist auch ein Rang 8 Exit-Monster, welches extrem krasse Plays einleitet. Das ist auf jeden Fall der Way to go mit Bierstils und mit dem Deckthema. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeiten, auf jeden Fall ordentlich Gas aufs Board zu bringen. Und er ist, wie gesagt, die erste oder das erste Material für einen dreifachen Negate. Und das Omni, ne? Müssen wir mal an der Stelle festhalten. Das heißt, wir haben hier quasi drei Extender for free für Dragonlink bekommen oder für so einen Dragon-Haufen. Aber uns fehlt natürlich das Finsternis-Monster und zu dem kommen wir jetzt. Und zwar sagt er im Prinzip genau das gleiche aus. Das ist hier der Dark End Evaporationsdrache. Kann ich nicht aussprechen. Sorry an der Stelle. Ist hier ein Level 8 Monster Finsternis, hat die Werte 2600 und 2100. Und er sagt genau das gleiche. Wir dürfen Drachen vom Extra Deck banishen und dann kommt er einfach Special Summon. Das heißt, wir haben hier wieder einen Extender for free. Das heißt, 6 Extender hier für Dragon Link als Bonus oder diese ganzen Dragon Haufen.
Auch er sagt wieder, dass wir eine Fusionsbeschwörung machen dürfen von Hand oder Feld und verwenden eben halt, also wir verwenden das als Material. Das heißt, wenn wir ihn auf der Hand haben plus unseren Light Dragon, haben wir auf jeden Fall schon mal unser Bossmonster. Also, super nice Karten. Wichtig, aber auch hier der Fusion Boy braucht spezifisch Level 8 Licht- oder Drachenmonster. Also eins von beiden. Das heißt nicht Level 7 oder Level 9 oder sowas. Dazu kommen wir später nochmal. Und auch er hat hier einen eingebauten Effekt noch. Das heißt, wir dürfen ein Monster auf dem Spielfeld wählen, das in ATK ist. Dann verliert das Monster 5 und ATK und Death. Und dann dürfen wir das Monster zerstören. Das heißt, hier ist auch nochmal ein eingebauter Going Second Wardbrecher. Die beiden Karten sind super mega strong. Extender for free, wo der Gegner gefühlt nicht drauf reagieren darf, die einfach kommen, die null Setup brauchen, geisteskrank, Fusion-Material, also quasi noch eine eingebaute Poly, super heftig, aber eben halt das Bossmonster ist das, was das Deckthema wirklich so stark macht oder diesen ganzen Light and Darkness Support so richtig strong macht, weil einen dreifachen Omni-Negate mit 3400 ATK, den wir so easy rausbekommen können, das ist einfach nur insane. Wir kommen aber noch zu einer Spell und die Spell ist echt shit. Also die werdet ihr nicht spielen, die ist absolut ass. Also erstmal kommen wir noch zu so einem Winddrachenmonster, der theoretisch mit dem Deck funktioniert. Aber ich möchte erstmal auf die Spell eingehen, weil die wirklich explizit mit dem Deckthema zu tun hat. Und dann kommen wir zu dem Monster nochmal. Und zwar haben wir eine Quick Spell, die sagt einfach aus, dass wir einen der Effekte, der folgenden Effekte nutzen können. Aber wir dürfen jeden der Effekte nur einmal nutzen. Einmal dürfen wir ein Level 8 Drachenmonster von unserer Hand ins Deck shuffeln. Und dann dürfen wir uns ein Level 8 Dragonmonster mit einem anderen Attribut der Hand hinzufügen. Warum ist das hier schlecht? Das ist ein, wir geben die Spell auf, wir haben 5 Handkarten, wir geben die Spell auf, haben 4 und tauschen quasi nur ein Monster aus. Das kann nicht Sinn und Zweck einer Broken Search Karte sein und die ist auch noch unsearchable, also weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Dann der zweite Effekt ist, wir dürfen ein Dragon Monster auf dem Spielfeld wählen, das bekommt ATK und ATK in Höhe seines Levels, das heißt unser Stufe 10er würde hier nochmal ein Tausender, würde nochmal 2000 drauf bekommen, das heißt er hätte theoretisch nochmal 2 Negates. Das ist so das Einzige, was das Deckthema oder was diese Karte wirklich playable macht. In Kombination mit dem Bossmonster. Ich werde die Karte trotzdem nicht spielen, weil sie eben halt unsearchable ist. Und der dritte Effekt ist, when a card or effect is activated, das ein Drachenmonster targetet, dann dürfen wir den negieren. In Dragon Decks an sich würde ich die Karte wahrscheinlich spielen, weil wir hier die Möglichkeit haben, Impermanence und sowas auch rauszunehmen. Aber ich halte die Karte nicht für notwendig, weil sie aktuell nicht searchbar ist. Dann kommen wir noch zu den Wind Armed Dragon, der eigentlich für Thunder Armed Support ist, also für bewaffnete Drache des Donners, aber tatsächlich auch ein bisschen mit dem Deckthema hier harmoniert. Und zwar sagt die aus, wenn wir ein Level 5 oder höher Drachenmonster specialen, dann dürfen wir diese Karte quasi hinterher specialen. Also quasi, wenn wir mit dem Licht oder dem Finsternis Boy anfangen, dürfen wir den direkt hier hinterher specialen. Und der sagt aus, wenn er gespecialt ist, dann kannst du das Attribut und das Level hier quasi manipulieren, indem du einen gebannischten Dragonmonster hier quasi das nimmst. Das heißt, den Drachen, den wir gebannischt haben, den dürfen wir dann das Level raufhauen. Und die Karte sagt aus, wenn die auf den Grave gesendet ist, dann dürfen wir ein Dragonmonster wählen, das wir kontrollieren und das kriegt dann 1000 ATK. Ist alles ganz okay, soll eigentlich zu den Thunder Arm Dragons gehören. Ich weiß nicht, ob die Karte so geil ist. Ist theoretisch ein Extender. Von der Hand specialen, die Karte ist okay. Aber ich würde die wahrscheinlich trotzdem nicht in den Deck spielen. Und kein Spieler kann Karten und Effekte aktivieren in Response auf die Effekte. To this effect, also um das Monster 1000 ATK geben zu lassen. Das heißt, wenn alles gut läuft, dann kriegen wir unseren Light and Darkness Dragon hier einmal mit der Quick Spell um 2000 geboostet, weil er Stufe 10 ist, mal 200. Rechne ich überhaupt richtig? Ja, 2000 Bonus, hat er nochmal 2000 und damit 2 Negates und der ballert auch nochmal 1000er drauf, das heißt noch ein Negate, können wir theoretisch einen 5-fachen Negate mit dem Bossmonster hier solo hinlegen. Aber wir wollen wie gesagt nicht lange um diese Karten schnacken, wie gesagt sehr Consistency, was wir brauchen sind natürlich Level 8 Licht- und Drachenmonster. Wie kommen wir da ran oder was spielen wir da am besten? Ganz einfach, wir haben hier Melody of a Raking Dragon, die natürlich diverse Drachen sucht. Leider fallen diese beiden Drachen hier nicht in diese Klausel rein, weil wir hier 2600 und 2100 haben. Das heißt, wir sind nicht hier über 3000 ATK und der andere natürlich auch nicht. 2600 und 2100 wieder Werte. Das heißt, da fällt er auch nicht drauf rein, dran rein. Aber was wir als Möglichkeiten haben, ist, wir haben Lobelion. Das heißt, Lobelion ist hier ein Level 8 Lichtdrache, den wir hier suchen können. Wir haben die Bestials, die natürlich eben als Handtrap fungieren können, aber uns eine der wichtigsten Karten für dieses Deck suchen. Und zwar ist das Branded Regain. Branded Regain sagt quasi aus, dass wenn wir ein Licht- oder Finsternismonster banishen, dass wir das quasi dann targeten können und dann legen wir das wieder unter das Deck und ziehen eine Karte nach. Das heißt,
mit einem dieser Drachen-Extender ist eine Regain immer ein Card-Draw. Und wichtig, Regain kann uns noch die Bistils reborn. Lobellion kann uns hier Bistils suchen, dass wir hier Interrupt-Plays haben. Lobellion ist ein Level 8 Drachenmonster, der erstmal suchen kann, dann vom Grave kommt, eine Regain placed und nachher noch als Material für unsere Monster hinhalten kann. Das heißt, die Bistils sind hier auf jeden Fall der Way to go, wie wir das einschlagen können. Und natürlich der Exceed-Support, der uns vor kurzem angekündigt wurde. Das heißt, wenn ihr das Deck-Thema spielen wollt, denkt dran, Melodie wird auf jeden Fall ein Ding. Chaosdrache Liviana, Diablos, alles Finsternisdrachen, die Stufen erfüllen und Finsternis halt sind. Und natürlich unser Armageddon. Und das ist die Karte, die ich euch auf jeden Fall an Herz legen würde, wenn ihr dieses Deck spielen wollt. Weil der Armageddon sagt ganz einfach aus, dass wir ihn quasi als Scale hinplacen können. Dann zahlen wir 1000 LP und dann dürfen wir einen gebanishten Dragon wieder auf die Hand adden. Klar, der geht dann quasi wieder ins Extra-Deck. Aber wenn wir anderes Material dafür verwurstet haben, zum Beispiel einen dieser beiden, die dann gebanished werden im Laufe der Combo durch einen Bestial, dann können wir die nochmal recyceln und den nächsten Extender holen und können gegebenenfalls sogar unser Bossmonster hier zweimal holen oder irgendein anderes Fusion-Monster, weil die beiden hier sagen natürlich nicht aus, dass wir spezifisch unseren Light and Darkness Dragon hier holen wollen. Also, ich halte von dem Deckthema sehr viel. Wichtig, der Dragon Lock ist natürlich hart, aber für Dragon Link Decks oder Dragon Fusion Decks, wie man das jetzt auch immer betiteln mag, ist es natürlich mega strong. Alle Dragon-Liebhaber oder sowas werden sich auf jeden Fall freuen. Und der Drachenlock ist ja nicht bezogen auf Fusion, sondern wir können vom Extra-Deck und vom Main-Deck noch alles damit machen. Das heißt auch Synchro-Plays, etc. Die Palette ist groß. Das wird ein riesiger Werkzeugkasten. Ich hoffe, dieses schmale Video zum Light and Darkness Dragon Support hat euch gefallen. Ich bin damit raus und bis dann.